Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape. Gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, vom 30. Juli 2023. Übersetzt von Emmy X. Hallo meine Freunde. Wieder einmal ist eine Woche wie im Fluge vergangen. Etwas, das ich in diesen Tagen wirklich seltsam finde, ist Zeit. Ich weiß, dass es so etwas dort, wo ihr wohnt, nicht gibt. Doch hier scheint für mich und andere alles ein bisschen verrückt geworden zu sein. Ich kann zum Beispiel am Montagabend meinen Chor leiten, meine Schwester ist zu Besuch und wir plaudern. Ich sehe sie am nächsten Nachmittag und kann mir nicht vorstellen, dass wir erst am Abend zuvor geplaudert haben. Es kommt mir wie eine Woche vor. Was hat es damit auf sich? Willkommen, Blossom, und an jeden Einzelnen, der sich wieder einmal zu diesen Gesprächen hingezogen fühlt. Es ist die energetische Schwingung innerhalb der Liebe in euren Herzen, die euch hierher zieht. Und wenn jeder die Öffnung seines Herzens für das zulässt, was wir mitbringen, findet eine Ausdehnung in von vielen Aspekten statt. Das ist für uns wundervoll zu fühlen. Was das Verschwinden der Zeit angeht, oder die Beschleunigung der Zeit, oder dass die Zeit in eurem Bewusstsein verzerrt wird, das liegt an den neuen, höheren Energien, die man in dieser Zeit erfährt. Tatsächlich mag es einem so vorkommen, als ob ein Erlebnis vor ein paar Wochen stattgefunden hat, obwohl es in Wirklichkeit gestern gewesen ist, weil die Schwingung, die man angestrebt hat, der Zeit nicht gestattet, in die Quere zu kommen. Denn Zeit ist nicht länger so eine Sache. Ist es nicht so, Blossom, dass ein größerer Fluss im natürlichen Gleichgewicht des Selbst entstehen würde, sobald man die Zeit aus dem Gedächtnis loslassen könnte? Lasst zu, dass die Ereignisse im natürlichen Fluss stattfinden, statt in einem präzisen Timing und dem Wunsch, Ergebnisse und Fristen zu kontrollieren. Wir verstehen, dass sich ein Großteil der Handlungen eures Planeten um die Uhr dreht, und es gibt sicherlich Aspekte, die unter Einbeziehung dieser Sonnenuhr durchgeführt werden müssen. Jedoch bewirken die zunehmend höheren Lichtenergien, die jetzt einströmen, große Veränderungen in vielen Aspekten eures Bewusstseins. Eine davon ist die Zeitverzerrung. Das ist nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Es ist eine gute Sache. Es ist ein Erkennen von mit der Zeit gehen. Es gibt so viel an dir, an jedem Einzelnen, das mit der Zeit geht. Vieles davon ist sehr subtil und kaum wahrnehmbar, weil es sich auf sanfte Weise in dein Wesen integriert hat und daher keine Störung verursacht. Doch es gibt auch andere Veränderungen. Wir nennen sie Freisetzungen, die das System eines Menschen völlig durcheinander bringen und ihn für eine Zeit ziemlich aus der Fassung bringen können. Noch einmal, wir bitten dich, dich an dein altes Ich zu erinnern. Dasjenige, das stur war, dasjenige, das unversöhnlich war, dasjenige, das keine Zeit für andere und ihre Positionierung in diesem Film, diesem Spiel, welches Wort du auch immer verwenden möchtest, hatte. Nun, ich würde es mein Leben nennen, meine Welt. Ich weiß, dass es mein Leben in diesem Stück ist, in diesem Film, aber trotzdem, obwohl es ein Spiel ist, wie auch ihr es nennt, ist es am meisten noch immer mein Leben, das ich lebe. Dennoch ist es an diesen Tagen nicht so, Blossom, dass du dich losgelöst fühlst von all dem Treiben und einfach stromabwärts fließt, akzeptierst, was ist
und nicht zulässt, dass Emotionen dich in unnötige Tiefen führen, die dir der Ego-Verstand verkaufen will? Richtig, ja. Und ich möchte sagen, das ist sehr gut ausgedrückt. Und fühlst du dich in diesen Momenten nicht so, oder würdest du dich nicht als Schauspieler betrachten, der die Rolle spielt? Ich verstehe, was ihr meint. Und wenn ich mich entscheide, in diesem Leben eine Schauspielerin zu sein, in dieser schauspielerischen Rolle, dann kann ich mich sogar noch mehr auf das Tun beziehen, es real erscheinen lassen und doch wirklich nur schauspielern. Innerhalb dieses Schauspielens, wo sind deine Gefühle? Oh, die sind da, glaubt mir. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie verstecke oder ignoriere, indem ich in diesem Fluss bin. Doch in diesen Tagen gibt es mehr Akzeptanz für das, was ist. Wo ist da, Blossom? Ich kann sie nicht wirklich einen Ort in mir zuordnen. Ich bin nicht in der Lage, herauszufinden, wo sie sind, jetzt, wo ihr gefragt habt. Ich habe das Gefühl, ich sollte sagen, mein Herz. Aber auch das ist nicht ganz richtig, oder? Wir sind mit diesem Gespräch sicherlich auf dem richtigen Weg. Je mehr man sich weiterentwickelt, desto mehr erkennt man das Wissen um das größere Selbst, desto mehr wird man sich der Gefühle der reinen Liebe und des Verständnisses von allem bewusst. Dann, je mehr Zeit man in diesen höheren Erfahrungen verweilt, man hat nicht mehr das Bedürfnis, sich mit dem zu beschäftigen, dem man in vergangenen Situationen nachgegangen ist, und sich in dem Warum ich Arme, ich Armer Syndrom gesuhlt hat. So viele von euch haben jetzt diese Schwelle überschritten und sind sich der inneren Wahrheit bewusst. Und innerhalb dieser Wahrheit gibt es viel Loslassen der alten Indoktrinationen und Programme, was wiederum aufhält, die neuere Version von dir zum Leuchten bringt. In der Tat. Bei allem Respekt für jedermanns Positionierung auf der Reise, es ist so viel offensichtlicher für diejenigen, die weit gereist sind, für eine lange, lange Zeit und viele Paare von Mokassins abgenutzt haben. Der große Unterschied in den Seelen, die sich bisher nicht dafür entschieden haben, weiterzugehen, diejenigen, die sich niederlassen und in der Norm bleiben und tun, was ihnen gesagt wird und so weiter. Diejenigen, die sich entscheiden, nicht zu expandieren. In gewisser Weise, wie gesagt, mit Respekt vor ihnen und ich schätze mit Dankbarkeit, hilft es denen, die es getan haben, zu sehen, wie weit sie tatsächlich gekommen sind. Und spielt es für dich eine Rolle, Blossom, wo diese anderen sind, in Bezug auf die Auswirkungen auf dich? Gute Frage. Auf einer persönlichen Ebene sage ich, jedem das Seine, das geht mich nichts an. Sendet Liebe, in dem Wissen, dass sie auf ihrem eigenen Weg sind. Auf der großen Ebene der Anhebung des Planeten fühlen sich einige frustriert, dass andere wählen, so zu bleiben, wie sie sind und sich nicht an diesem aufregenden Erwachen zu beteiligen. Einige fühlen? Fühlst du dich frustriert? Nö. Es ist, was es ist. Sie sind, wer sie sind. Es ist ihre Entscheidung. Einige meinen, dass diejenigen, die den Kopf in den Sand gesteckt haben, den Prozess des Aufstiegs behindern. Machen Sie das? Falls du oder irgendjemand anderes meint, die Antwort sei ja, dann tun Sie es. Falls du das Gefühl hast, die Antwort lautet nein, dann machen Sie es nicht. Siehst du, Blossom, und alle Anwesenden, dein Leben ist dein Leben. Wie du dein Leben lebst, ist deine Entscheidung. Wie du über alles denkst, ist deine Entscheidung. Dies ist dein Leben in deiner Welt. Du triffst deine Entscheidungen. Du denkst, wie du wählst zu denken.
Dies genau so zu erfahren, ist dein Privileg. In diesem Sinne gibt es also kein richtig oder falsch. Und ich meine, in diesem Sinne, als Gegensatz zum Abtauchen in tiefe Kaninchenlöcher von richtig und falsch. Korrekt. Euch allen wurde ein Gehirn gegeben. Werkzeuge zum Denken. Was für ein Geschenk. Doch vor allem wurde euch der freie Wille gegeben, zu entscheiden, wie ihr dieses Geschenk nutzen wollt. Ihr seid keine Roboter. Noch nicht. Blossom, das Wissen um die Kraft der Liebe, das Wissen von der Kraft, die Liebe ist, ist die größte Erfahrung, die man haben kann. Wenn man dieses Bewusstsein der reinen Liebe anzapft, wenn man die Tür zu ihr öffnet und hindurchgeht, erkennt man leicht, was diese Liebe ist und dass alles andere außerhalb davon ist. Nicht innerhalb? Sagen wir, die Liebe ist der Schläger und alles andere ist der Ball. Ich wusste, dass ihr Pickleball ins Spiel bringen würdet. Ich bin davon begeistert. Dessen sind wir uns bewusst, Blossom. Und wir freuen uns sehr darüber. Die Übung ist für dich von großem Nutzen und bringt dich auf allen Ebenen voran. Das weiß ich. Also, der Schläger ist das Bewusstsein der reinen Liebe und der Ball ist alles andere. Der Schläger trifft den Ball und der Ball bewegt sich auf der Flugbahn der Absicht. Und entweder wir machen den Punkt oder nicht. Und es spielt keine Rolle, denn es ist nur ein Spiel. Ich denke, das größte Dilemma für die meisten von uns ist, wir wissen es, wir verstehen es. Wir sind mehr als bereit, die Tür zu öffnen und hindurchzugehen. Aber wir scheinen es nicht zu können. Was hält uns davon ab, den Ort zu erreichen, an dem wir alle sein wollen? Zeit. Das ist doch ein Scherz, oder? Nein, aber wir haben gehofft, dass es dich amüsiert. Im Gegensatz zu verwirren. Blossom, in eurer Welt, in diesem Moment, seid ihr auf Zeit programmiert und konditioniert. Doch, wie die meisten Menschen verstehen, existiert sie nicht. Denn wir wissen, dass alles gleichzeitig geschieht, auch wenn wir das nur schwer begreifen können. Ganz genau. Es spielt keine Rolle, dass ihr es nicht begreifen könnt, denn nichts ist wichtig. Ich bin in der Tat amüsiert, denn ich spüre, dass ihr auch amüsiert seid, indem ihr in solche Tiefen der Weisheit eintaucht, von denen ihr in der Vergangenheit gesprochen habt, wie nichts ist wichtig, und uns fröhlich den Kopf verdreht. Oder ihn auszudehnen. In das Wissen, das sie bereits kennt. Du magst denken, dass wir in Rätseln sprechen, Blossom, doch das tun wir nicht. Dies sind Tatsachen. Wenn es zu dieser Zeit so wäre, dass jeder durch die Tür gehen könnte, einfach so, würde sich alles ändern. Der göttliche Plan würde sich ändern. Ändert sich der nicht die ganze Zeit über? Sicherlich, nicht das Ergebnis, Strategien vielleicht. Ich weiß, dass es so viel gibt, so viel, was wir von diesem Plan nicht wissen. Doch am Ende des Tages ist das auch nicht wichtig. Wir wissen, wozu wir gekommen sind und viele von uns, so viele von uns, tun ihr Bestes, um diese freudige Aufgabe zu erfüllen. Und für den Moment ist das alles, was wir wissen müssen. Und wir sollten einfach weitermachen. Wir hätten es selbst nicht besser ausdrücken können, Blossom. Ich danke euch. In Dankbarkeit, in liebevollem Dienst. Ich bin. Ich möchte euch alle bitten, Gebete für meine liebe Freundin Susie Ward zu schicken, die ihren Sohn Matthew channelt. Sie hat einen Herzinfarkt erlitten und eure Liebe und eure heilenden Segnungen werden ihr sehr helfen.
Wir lieben dich, Susi. Werde bald wieder gesund. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.